Hallo zusammen, das heutige Video hat eine etwas andere Form. Ich zeige da ein bisschen Vlog-mäßig, um mich da auf die Äste rauszulassen, über meine Upgrades des QAV-Skizzos. Viel Spaß! So, nachdem ich massive Upgrades gemacht habe, teste ich nun an meinem QAV-Skizzo das Betaflight F4 Board, die neuen BL Heli 32S ESCs und mein Skizzo Frame ist 1,5 cm weniger hoch. Ich habe es also auch tiefer gelegt. Die Aufnahmen werden sicher nicht perfekt sein. Ich habe beim Umbau bemerkt, dass ich dringend die Kugellager ersetzen muss. Aber da es so ein schöner Tag ist und ich die ganze letzte Nacht gebaut habe, muss ich jetzt einfach eine Runde fliegen. Ich habe bemerkt, wie schlecht die Kugellager sind der Motoren, die ich jetzt schon eine ganze Saison fast ausschließlich geflogen bin. Und da ich noch ein zweites Set habe, ich hatte einen identischen Quadcopter, habe ich jetzt einfach mal die Motoren getauscht, die noch ziemlich neu sind. Und jetzt schauen wir mal, wie wir diesen wunderschönen, wohl letzten, tollen Herbsttag richtig genießen können. Ich war mit dem Resultat nicht wirklich zufrieden gestern. Wie ihr gesehen habt, hat es ziemlich viele Vibrationen. Und deshalb bin ich heute nochmal rausgegangen, bin wieder geflogen, aber habe diesmal die Stockpits von Betaflight 321 genommen. Und ich glaube, das Resultat ist angenehm besser geworden.
diesem Quad auch in der Winterzeit fliegen kann, habe ich beim Bau schon darauf geachtet, alle elektronischen Bauteile mit Plastik-Ziehzieh zu isolieren. Das ist eigentlich ein Spray, mit dem man elektronische Schaltungen wie imprägnieren kann. Ich habe das aber mit einem Pinsel aufgetragen, dann ist nicht alles drumherum auch noch isoliert und man kann ein bisschen kontrollierter und schöner die Dinge einpinseln. Im Moment ist gar nichts soft gemountet, diverses 3D gedruckt, wie immer. Und wie schon gesagt, Stockpits, einfach mit meinen Rates. Fliegt sich ziemlich angenehm. Ich bin positiv überrascht. Der Winter kann kommen. Hey, vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinem Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.